Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es geht weiter in unserem kleinen, aber feinen Tavernchen. So, wir machen jetzt erstmal, holen wir hier den Tee. Genau, da müssen wir als nächstes machen wir mal wieder ein Getreide. Ich weiß gar nicht. Komm, wir probieren das einfach mal aus, so eine gerösteten. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Aber was soll's? Nicht schlimm. Oh, wir müssen unbedingt Gerste anpflanzen, ne? Da wird es langsam ein bisschen knappig. Hier brauchen wir einen Fass, ne? Ja, da brauchen wir Fässer. Vielleicht wäre es doch mal an der Zeit, noch mal ein paar Fässer herzustellen. Das machen wir aber erst, nachdem wir dieses eine Teil da, also nachdem wir hier das Eisenblech fertig haben. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen was. So, die Bestellung müsste da sein. Das sind die ganzen Kerzen, die Korkdinger. Und jetzt bin ich gespannt. Pass mal auf. Jetzt bin ich gespannt. Dich will ich dahin haben. Das müssen wir mal kurz ein bisschen, Entschuldigung, ganz kurz ein bisschen sortieren. Das kommt noch da irgendwie mit rein. Und dann wollte ich hier eigentlich auch nochmal schnell schauen. Was haben wir denn heute? Toastbrot mit Mango. 120, ist es das schon? Ach, wie krass. Lagerbier bitter. Okay, ein Lagerbier kriegen wir hin. Wir brauchen bloß auf alle Fälle mehr Fässer. So, und hier geht's nicht, da geht's nicht. Wir müssen es hier hinstellen. Das stellen wir jetzt auch einfach mal direkt dahin. Und jetzt bin ich gespannt. Wow. Ja. Naja. Fass. Wir brauchen dafür Nägel und Bleche. Super uncool. Halt, stopp. Das nicht. Ich hoffe, das klappt jetzt hier gerade, was ich vorhabe. Dass man dann direkt drauf zugreifen kann. Nee, natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Aber pass mal auf, weil ich es auf der Seite habe, funktioniert es bei dem, ne? Ah, du musstest also jetzt eigentlich... Na gut. Nicht so schlimm. Ich nehme das jetzt mal so in die Hand und packe jetzt da erstmal das Eisenerz rein. Genau, da brauchen wir erst Nägel. Ah, okay, da müssen wir jetzt gucken, dass wir ein oder zwei Fässer leer kriegen. Was wollte der jetzt haben? Lager? War das jetzt ein Lagerbier? Ich habe es vergessen. Entschuldigung. Ein Lagerbier mit Bitterhopfen. Ich glaube, ich brauche mehr Hopfen. Ach, ich sehe es schon kommen. Wir müssen uns doch nochmal um den Hopfen kümmern. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Wir haben nämlich auch keinen Hopfen mehr. Kein Bitterhopfen zumindest. Eieieiei. Ja, mit dem paar Fässern komme ich da noch nicht weit, gerade wenn ich die abgebe. So, wir brauchen jetzt erstmal nochmal ein Mango-Marmeladenbrot. Nochmal. Nein, ich habe keine Butter mehr. Dann müssen wir erst Butter machen. Und wir haben kein Glas und kein Zucker mehr. Gut, ist egal. Jetzt will ich hier erstmal ein bisschen umbauen, ne? Weil das habe ich ja gesagt, das würde ich schon gerne machen, dass wir hier umbauen. So, und dann... Oh, hier hinten komme ich... Darf ich da nicht? Doch. Ich könnte auch hier richtig ran. So, dann dahin. Den müssen wir dahin packen. Und den da ran. So, dann... Ich würde tatsächlich da freilassen, so ein Stückchen. So... Guck mal, die Teppiche sind alle ein bisschen verschieden. Ist auch witzig. dann kommen die da nämlich alle noch weg. Ne, die Korkuntersetzer kommen da dann ja hin. Deswegen müssen wir die billigen wegtun. So, das heißt, wir tauschen die hier aus. Und auch das machen wir jetzt dann dahin. Und jetzt sollte eigentlich das da entspannt hinpassen. Ja, und man müsste noch vorbeikommen können. Okay.
So, dann brauchen wir Scheibengleister. Jetzt habe ich nicht genug. Naja. Schön wäre natürlich, wenn wir das alles ein bisschen gleich haben. So. Eigentlich ist es auch egal. Hauptsache, es ist genug da. So. Und jetzt packen wir die hier hin, weil ich an den Tisch am schnellsten rankomme. Ne? Und dann kommen da die Papierdinger hin. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn der halt schneller dreckig wird. Bestellen wir uns nochmal einen blauen Teppich. Wobei, ich würde gerne einfach mal sagen, dass wir holen mal noch einen anderen einfach als Eyecatcher. 6. So, dann das noch. F. Und dann machen wir uns heute mal ein bisschen früher an die Tavernenrunde. Hoffe ich zumindest. Bis ich jetzt hier mal fertig bin, ne? So, das packen wir jetzt mal dahin und dann packen wir die hier überall dazu. Oh, ich glaube. Ne, hier hinten ist noch. Da ist auch noch. Und dann das Blümchen. Wo ist das jetzt hin? Da. Das Blümchen. So. 129 Komfort. Okay, dann kommt jetzt der Teppich noch darüber. Und dann bestellen wir jetzt nochmal einen anderen Teppich. Dekoration, ne? Liebe Kira, Dekoration. Dann nehmen wir einen lilanen. Nehmen wir nochmal ein Bild so ein bisschen. Mal gucken. Kaktus für drinnen. Wahrscheinlich ist der für den Tisch. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich bestelle jetzt einfach nochmal ein bisschen was. Pflanze für drinnen. Die gibt auch nochmal 10 Komfort. Ja, ein Sack. Er enthält Dinge. Okay. So, das bestellen wir jetzt auch nochmal. Ist die hier schon da? Sehr schön. So, dann hätten wir hier auch nochmal ordentlich. Und auch hier brauche ich wieder, ich habe kein Brennmaterial dabei. Sehr schön. So, dann müssen wir das so machen, ne? Brennstoff. Lassen wir das mal herstellen. Da brauchen wir wieder. Ja. Wird Zeit. Nägel. Es hilft ja nichts, ne? Ich brauche Nägel. Aber ich habe keine. Achso, hier fehlt bloß Brennstoff, ne? Ja, hier fehlt Brennstoff. Das ist ja kein Problem. Was ist das? Metallener Krug. Ziemlich schwer. Okay. So. Wie viel Blech habe ich jetzt? 18. Ich brauche aber 20, ne, für dieses Ding, was ich mir da herstellen wollte. Genau, für den Ofen. Also, aber ich habe einen Ofen. Schau mal, da steht doch hier in Klammern immer, wie viel wir davon haben. Einen Ofen haben wir, also brauchen wir den eigentlich auch gar nicht. Wir brauchen, glaube ich, tatsächlich einfach mehr Taverne. Mehr Tavernenpunkte. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Weil das ist hier der Ofen, ne? Ja, genau. Butter. Ich hoffe, ich kann jetzt noch mal Mango-Marmeladenbrot machen. Ja, einmal geht noch. Aber es sind 120 Erfahrungspunkte, ne? Die nehme ich tatsächlich echt gerne mit. Also, so. Dann haben wir hier den ganzen Hopfen. Das da können wir noch mit reinmachen und das da auch. Und hier machen wir jo, das da rein. Oh, guck mal, da ist noch Pale Ale Würz. Das können wir da auch noch mit reinmachen. So. Und ich glaube, Mango-Marmeladenbrot haben wir nicht mehr ausreichend.
genügend, da fehlt uns noch ein bisschen was, ne? Deswegen, da warten wir jetzt dann einfach, bis wir das fertig haben. So, und das hier, Objekt, Ofen. Ach, das kann man aber nicht benutzen, oder was? Ich habe keine Ahnung, wofür das ist, ne? Wir werden es irgendwann herausfinden. Können wir denn noch mal irgendwas Neues braun machen, tun? Ember, Ipa, oh Gott, ist das viel. Bockbier. Also für einen Laien, der keine Ahnung von Bier hat, ne, ist das schon eine Katastrophe. Eingelegtes Fleisch ein Topfen. Ja, aber Fleisch ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Blockstapel, Sägemühle. 7 Punkte habe ich inzwischen. Kupfer arbeiten, Kupferschmelze. Fermentierungstank. So. Okay. Jetzt bin ich mir echt unsicher. Wir haben noch gar nicht geguckt, ob wir eventuell neue Sachen haben zum Anbauen. Wir warten jetzt mal ganz kurz, bis wir das leckere Marmeladenbrot für die Quests fertig haben. Das ist jetzt nämlich im Prinzip soweit. Okay, dann können wir das nämlich auch abgeben. So ruhig, ne? So ohne Musik. Ist da schon was da? Nee. So, gucke mal. Genau. Ja, und wenn wir das jetzt heute nicht schaffen, ist das jetzt auch keine Katastrophe für mich. So, dann machen wir das mal so. Nägel. Und was wollte ich jetzt? Ein Fass, ne? Machen wir mal 2 Fässer. Ich denke, das wird uns voranbringen müssen. Fermentierungstank, genau, das sind ja die Sachen, die haben wir schon. Ich weiß gar nicht, wo wir den Mörtel herkriegen, ne? Das ist so ein bisschen, also hier können wir bloß die polierten Steinsachen, keine Ahnung. So. Das ist immer noch nicht fertig. Das, oh, die Birnen. Und die Kürbisse. Und die Tomaten. Oh, und die Tomaten, die bleiben stehen. Das ist ja mega. Ernten. Das ist nochmal Tee. Okay, das ist richtig gut, ne? Die wachsen nach. Die sind noch nicht so weit. Das macht nichts. Okay, dann können wir einfach nochmal ein bisschen was bestellen. Ich weiß gar nicht genau. Rosmarin. Salbei, Thymian. Jetzt machen wir mal so ein bisschen das ganze Zeug. Tee. Ich glaube, Tee haben wir eigentlich noch, ne? Ach, Gerste. Wir könnten noch mal Gerste machen, ne? Dill. Dill habe ich auch noch nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. So. Gut. Okay. Wisst ihr was? Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. Jetzt machen wir hier erstmal den Laden nochmal auf, damit wir hier heute nochmal irgendwas, jo, erschaffen dürfen. Machen dürfen. So. Porta, Porta, Lager. Sieht eigentlich aus, als ob wir davon noch genug hätten. So, guck mal. Kein Wassereimer, aber ich könnte dich trotzdem streicheln. Hallo, guten Tag. Kommt hier rein, ne, und macht erstmal alles dreckig. So liebe ich meine Gäste. Hei, 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 hei. Da kriegt unser Besen dann ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Schön. Okay. Der Morgen wird uns in ferne Länder führen. Was ist jetzt? Warum? Oh, ich glaube, weil sie halt kein Wasser hat, ne? Ja, müssen wir gleich mal machen. Ich bin jetzt einfach mal so. Ich lasse die kurz da ein bisschen warten. Aber ich glaube, meine Katze hat Durst und hat schon seit 2 Tagen nichts zu trinken mehr bekommen. Da macht einer Ärger. So.
Das ist nicht schön. So, jetzt. Geht's jetzt besser? Achso, da musst du hier die Tür öffnen. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass die einfach sagt, ey, hallo, Kiralein, ich würde gerne ein bisschen Ruhe haben. Geh mal weg und so. 98. Ja, schade. Aber voll ist es jetzt hier. Achso, hier, V. Vielleicht bin ich nicht für das Reisen gemacht. Ja, das weiß ich nicht. So. Ey, wäre ja cool, wenn wir heute tatsächlich schon Level 6 schaffen würden. Ne? Also ich glaube fast nicht dran, muss ich gestehen. Oder komme ich nicht ran? Hallo? Okay, also hier hinten ist es tatsächlich eng. Also hier hinten kommen bloß zwei Leute ran. Sehr schade. Da muss man dann wirklich nochmal gucken, ob ich nochmal einen Tag investiere und dann einfach gucke, ob man das irgendwie nochmal ein bisschen optimieren kann. Weil wäre ja blöd eigentlich, ne? Wobei man hier kommt man durch, ne? Also das würde schon gehen, wenn ich die jetzt alle eins verrutsche. Ja, genau. Ne? Also den Tisch eins näher an den und die komplette Reihe, die drei Tische alle eins näher an den. Dann funktioniert's. Dann kommt man da wunderbar durch. Bestellung geliefert. Ja, da machen wir dann. Hier kommst du ganz gut durch. 92 plus. Schade. Jetzt geht's gerade ein bisschen... Oh, 100! Ja! Ihr glaubt mir nie, was bei mir passiert ist. Nee, glaube ich dir auch nicht, aber du hast mir gerade 100 Punkte gebracht. Richtig, richtig genial. Aber man braucht schon viel Ruf, ne? Also da muss man wirklich gucken, was man da so... Da muss man schon so einiges investieren. Gerade schon überlegt, ob ich die Katze irgendwie so ein bisschen nach hinten mache in mein Schlafzimmer, dass die nicht hier vorne ist und hier vorne dann noch Platz ist. Mal gucken. Oh, ein dreckiger Tisch. So. Da unten sieht es noch gut aus. Suppe, Lager, Marmeladenbrot. Schön. Kann man mal kurz hier, schaut mal. Ne, hier wische ich für euch nochmal die Tische ab. Oh, du sitzt hier ganz alleine hinten. Das tut mir natürlich echt leid, ne? Dieser Ort ist sauberer als ein Palast. Ja, weil mir das wichtig ist, dass ihr hier... Ne, nicht, dass ihr mir hier eine Lebensmittelvergiftung bekommt oder was. Warum hat der jetzt nur 85 gegeben? Ich meine, es ist super sauber. Es ist bequem, glaube ich. Komisch. Ich hoffe, es regnet morgen nicht. Hm. Ja, kann ich hier verstehen. Im echten Leben wäre so ein bisschen Regen schon mega. Okay, Suppe. Porter. Was hättest du gerne? Das da. Wischen wir nochmal ein bisschen die Tische. Nur ein Brot und noch ein Brot und Marmeladenbrot und Suppe. Was für eine schöne, saubere Taverne. Ja. Cool, ne? Oh, da habe ich jetzt gerade das da, ne? Ja. Dann können wir jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen... das und das. Hm. Aber das ist halt schon, also nochmal 4000 Punkte ist schon nicht wenig, ne? 3,5. Jetzt wird es dann schon Abend. Hm. Ui, ein dreckiger Tisch. Jetzt gehen die Lichter an. Jetzt müssen wir mal gucken, wann denen dann kalt wird. Dass wir auch nicht vergessen... hier anzumachen. Ich weiß... Oh! Da hinten. Oh, gut. Aber es scheint den Leuten nicht zu heiß zu sein, oder? Sonst würden sie doch schimpfen.
Die Welt braucht mehr Orte wie diese. Ja, das denke ich auch, ne? So, kannst du dich da jetzt mal... 1 Punkte. Jetzt machen wir da nochmal sauber. Bitte schön. Oh, und da hinten. Okay. Ja, schön, ne? Weiß ich gar nicht. Jetzt hatten wir nochmal welche runter. Ja, Bier wird jetzt dann bald irgendwie so ein bisschen knapp, ne? Aber gut, ich denke, wenn du dann wirklich den Platz dir schaffen kannst und das alles ein bisschen vergrößerst, ich denke, dann kann man auch mehrere von diesen Tanks hinstellen und dann geht es auch alles ein bisschen besser, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie es mit dem Keller ist, aber der kommt halt erst mit Stufe 10. Das ist vielleicht schon spät. Und es dauert noch sehr lang. So, wie sehen die Tische hier unten aus? Ah, wir bräuchten jetzt noch 600.616 Leute. Sind hier mehr als 16 Leute drinnen? Ja, ne? Dann würde ich sagen, geben wir den dreien, vieren noch und dann... So. Sollen die in Ruhe? Dann können wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Sachen alle holen. Die müssen wir nämlich noch anpflanzen. Wir jetzt hier nochmal ein bisschen Eisenerz. Hier brauchen wir auf alle Fälle... Oh, gucke mal. Aha, aha. Glänzendes Räuchergefäß. Okay, da brauchen wir da Kupferblech. Ja, dann geht das jetzt mit dem Kupfer los. Eieieiei. Jetzt machen wir erstmal die Nägel fertig. Jetzt haben wir 2 leere Fässer. Das ist auch in Ordnung. So. Dann... Warte mal, jetzt gehen wir erstmal rein. Und ja! Einstellbares Personal. Erhältlich am schwarzen Brett. Ach, Gott sei Dank. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann, wie sich das auswirkt, ne? So, pass auf. Und jetzt machen wir das so. Wir stellen jetzt das einmal dahin. Genau, so. Machen wir doch das hier erstmal. Die ganzen Palme. So. Und das müssen wir alles einmal daran stellen. Hier kommt dann der lilane Teppich drunter. Und dann können wir das da. Ja, und jetzt können sie da nämlich auch rechts und links wieder. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich das Bild hier irgendwie, wenn ich das ein bisschen tiefer mache und das Räuchergefäß ein bisschen weiter dahin, dann kriege ich das noch mit dazu. UT, Stil. Oh, Pony. Pony ist schon entschieden. Pony. So, pass auf. Und du kriegst jetzt hier deinen Napf. Du kommst zu mir ins Schlafzimmer. Kriegst auch da dein Kissen. Halt. An mein Bettchen dran. So. Fehlt jetzt zwar hier, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann, ach, die haben wir schon. Okay, ist wurscht. Machen wir trotzdem dahin 149. Ich glaube, mehr habe ich jetzt auch gar nicht im Inventar zum Hinstellen. Nur so ein Kohlebecken könnten wir noch hin platzieren, aber mehr jetzt eigentlich auch nicht. Okay, oh, guck mal, können wir das hier hinten hin machen, oder? Guck mal. Drehen. Ah ja, okay. 154. Naja, das ist doch mal was. Guck mal hier, das würde ich gerne in die Ecke stellen. Sehr schön, das ist gut. So, hier ist es ganz schön dunkel. Ich glaube, hier würde ich gerne gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Kann ich jetzt hier eigentlich die Kerzen... Ach, guck einer, schau. Gut, ich müsste sie halt per
Wandhalterung mal dran machen, aber grundsätzlich sehr gut. Warum ist hier eigentlich so ein Päckchen? Ach genau, weil ich ein Lagerbier noch machen muss. Gut, aber das schaffen wir bis morgen jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal wieder ein mildes Ale. Mild. Apfel. Aroma. Hopfig, saftig, fruchtig, süß. So richtig. So ein schönes mildes. Ja, bitte erschießt mich nicht, okay? Wir können Tomatensoße machen. Das ist ja geil. So, Getreidebrei. Und dann nehmen wir jetzt einfach auch mal Weizen. Getreidebrei, den machen wir fruchtig, saftig, sauer. Ja, der ist schön gesund. Und jetzt müssten wir... noch anpflanzen. Das müssen wir jetzt noch machen. Hilft nichts. Es ist zwar schon recht spät, aber das dürfen wir jetzt auf keinen Fall verpatzen. Oh, Alter, essenstechnisch ist ja schon ein bisschen knappig, ne? Guck mal, Tee haben wir noch ein bisschen. Aber wenn ich mir das Essen so anschaue. Jo. Also, wir brauchen auf alle Fälle auch Gläser und Zucker. Pass auf, wir machen jetzt noch mal kurz eine Bestellung. Pass auf, jetzt machen wir hier Küchenhefe. Machen wir von mir aus noch zweimal. Honig. Zucker. Fünfmal. Dann brauchen wir eigentlich auch Glas, ne? Glas. Ist das hier irgendwo mit dabei? Nee, leere Fässer. Die kosten ja gar nichts, ne? Die kosten ja nichts. Jetzt muss ich mal schnell Glas. Leeres Glas. Fünf, ne? Okay, dann bestellen wir das jetzt mal. Und hier packen wir dann noch die ganzen Dinger rein. Warte mal, wo können wir denn jetzt hier... Der ist noch nicht ganz fertig, ne? So, da. Oh, jetzt fehlt mir hier irgendwo ein Platz, ne? Oder muss ich das mit der Sense? Ich weiß es nicht, ne? Ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade. Ach, das muss man mit der Sense machen. Ach so. Ach, guck einer an. Wenn es fertig ist... Sagt es doch einer. Ach, guck einer an. Aber die braucht noch. Okay, wir haben morgen definitiv eine ganze Menge anzupflanzen. Warte mal, da muss ich jetzt nochmal schnell. Habe ich jetzt einen Dill dabei? Thymian, Salbei, Rosmarin, Minze. Nee, also ich habe immer noch keinen Dill. Ich glaube, ich habe jetzt vorhin zweimal angepflanzt, aber ich mache jetzt nochmal zweimal. Blumenkohl, grüne Bohne, ich habe keine Ahnung, aber Gerste müssen wir nochmal machen. Kopfsalat einfach nochmal zweimal. Minze, Petersilie, das haben wir jetzt alles gerade so ein bisschen. Ja, Trauben wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, hä? Wenn man da mal so ein bisschen... Oh, Zucchini, so, das haben wir da einfach nochmal einen Haufen bestellt. Ich denke, wir werden da einfach nochmal eine Kiste hin tun und dann kann man da die ganzen Samen mit reinmachen und wir werden auf alle Fälle auch nochmal eine Kiste bauen. So, Tomatensauce, ja mega. Und hier brauchen wir bloß Brot und das Hackfleisch. Wir können endlich Burger machen. Jo, wie geil. Großartig. Richtig gut. Okay, ihr Lieben, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr lasst es euch bitte gut gehen. Bleibt schön gesund und munter. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. So viel sei gesagt. Also, bis dahin. Ciao, ciao.